die Freiheit des einen grenzt an die Freiheit des anderen. Klingt sehr hochtrabend, aber wenn man sich überlegt, ein Liebeswort, eine freundliche Tat und schon erfülle ich eigentlich diesen Grundsatz und schon ist alles ein bisschen besser. Hallo, ich bin Andreas Luck und fast wäre noch ein Josef dazugekommen, weil das am Tag meiner Geburt der Namenstag war, aber mein Vater konnte sich zum Glück durchsetzen. Ich bin 25 Jahre um die Welt geflogen. Ich war 25 Jahre lang Berufspilot gewesen, habe auf der Airline gearbeitet und dann aber die letzten sehr langen Jahre im Geschäftsfliegerbereich auf großen Flugzeugmustern und bin da durch die ganze Welt geflogen. Jetzt bist du ja im Namen sozusagen der Liebe unterwegs und zwar egal, ob es jetzt für auch Trauerfeiern, Kinderwillkommensfeste oder Trauungen ist. Was reizt dich so an dieser Herausforderung, an diesem Themenfeld? Was mich so daran wirklich umtreibt und was so eine Favoritenrolle fast einnimmt, dass ich mit meinem Tun und mit meinem Reden etwas bei diesen Zeremonien, bei diesen Menschen da lasse, etwas abgebe, etwas hinterlasse bei euch. Und in gleichem Atemzuge aber etwas von euch zurückbekomme. Die Emotionen, die ganzen schönen Erfahrungen, die ich mit euch zusammen machen darf und die bleiben ein Teil von mir. Was würde dich am meisten erfreuen, welches Kompliment würde dich am meisten freuen, was du nach einer Hochzeit von dem Brautpaar bekommen würdest? Vielleicht gar nicht mal so sehr ein verbales Feedback oder Kompliment, das ausgesprochen ist, sondern eher vielleicht ein Blick, eine Geste. Einfach, dass man spürt, man hat die anderen bewegen dürfen. Manchmal sind diese leisen Töne fast gewaltiger. Also eigentlich bin ich am liebsten draußen. Ich schnapp mir die Freundin und den Hund, wir fahren in die Rhön oder wir fahren in ein kleines Städtchen und genießen ein bisschen einen Kaffee in einem schönen Straßencafé, beobachten die Leute. Also ich muss raus. Warum hältst du gerne Trauerfeiern ab? Es ist ein wunderbarer Teil unseres Lebens, weil das Ende des Lebens das Leben mit definiert. Und es ist der Punkt, Rückschau zu halten, froh zu sein, stolz zu sein, ins eigene Herz ein bisschen reinzuschauen von denen, die zurückgeblieben sind und zu überlegen, was hat dieser Mensch mit mir gemacht und was darf ich mit weitertragen in mein Leben. Und du hast 20 Sekunden Elevator Pitch klassisch mir zu erklären, warum du findest, dass ich ein Kinderwillkommensfest für meinen Sohn abhalten sollte. Ihr freut euch über den Zugang bei euch in der Familie und ihr wollt diese Freude doch auch teilen. Und ihr habt so viele Menschen um euch herum, die euch das wert sind. Ob das Onkels, Tanten, Oma, Opa oder die Freunde, die Nachbarn sind. Lasst uns diese Freude teilen und ich bin derjenige, der eure Freude aufnimmt, eure Herzlichkeit über euren Zuwachs und diese Freude mitteilen kann an all die, die euch das wert sind. Also eine große Leidenschaft ist einfach ein guter Espresso. Da hängen so viele Details dran, im Kleinen wie im Großen. Wie schlimm war der Espresso gerade? Der Espresso gerade? Ja, war eine 3-. Der war angenehm für einen Vollautomaten.